Morganettes, and you're watching CES on Android Next. Hallo liebe Android Next Leser, Daniel hier nochmal von der CES aus der Sony Halle. Nochmal mit Sophie und mit einem Gerät, an dessen Namen ich regelmäßig scheitere. Das ist das Smart Wireless Headset Pro. Genau so ist es. Okay, das sieht man jetzt hier gerade schön einmal drumrum mit Kopfhörern und allem. Das ist aber nicht nur ein Headset, das ist noch ein bisschen mehr. Genau, das ist ein Multifunction Headset. Es kann als MP3-Player benutzt werden. Wir haben eine SD-Card drinnen. Man hat eine 2 GB SD-Card, man kann aber bis zu 32. Micro SD. Micro SD, ja, genau. Okay. Und man kann bis 32 Gigabyte da reinstellen, wenn man will. Also ganz viele Musik. Und dann braucht man das Telefon gar nicht. Und es ist wirklich ein Premium-Headset. Also wir haben wirklich richtig, richtig gutes Sound. Und was Gute ist auch, es kann natürlich mit Bluetooth, kann es mit allen Bluetooth-Telefonen funktionieren. Aber mit Android-Telefonen kann man noch mehr. Man kann eigentlich man hat die ganze Call-List vom Telefon, hat man dann in dem Headset. Mhm. Und da kann man eigentlich direkt vom Headset telefonieren. Man braucht das Telefon nicht. Also, okay, kann in der also man kann es komplett fernsteuern quasi. Genau. Super. Und was man auch machen kann, man kriegt auch ein Update von alle E-Mails, die man hat, oder SMS, die hat man auch da im Display. Und mit Text-to-Speech kann man das auch in den Headphones hören. Okay, das ist super. Und die Kopfhörer, die sind auch ein bisschen was Besonderes, denn die haben so eine Konstruktion, dass sie nicht verknoten können. Genau. Genau. Das sind so Flachbandkabel. Ja. Super Sache. Praktisch in Handtaschen oder Taschen. Auch genau sowas haben wir gewartet. Ja. Alles klar, das Gerät kommt auch im ersten Quartal, Ende erstes Quartal, genau. So wie die Uhr auch und ähnlicher Preis, oder? Genau, um die auch 120, okay. 150 Euro. Alles klar, super, vielen Dank. Bitte. Daniel von der CES, wir gehen mal gucken, was wir hier noch finden. Tschüss.